also Schwammel in der Frühjahrszeit, der Heaven, die Bauersleid, Ehre, Glück, in Lill und Fill. Gebraucht hat jede Arbeitskraft von Groß und Lohr beim richtig Schaffen. Der Alt Hans Jäg will der Duffel sitzen, und mädlich ist in großen Fetzen. Drum spannt er schon in aller Frieden ans Wickelchen zwei Braunen. Puh, hätte ich mich getraut, sowas zu meinem Vater sagen. Der hätte mich stumm und da bist geschlagen. Und sagt das Jägerchen, der Kotze, der Schlau. Du wärst schön von der Kartau. Darauf antwortet der Alt, mein lieber Buch, ich hab vielleicht einen schöneren als du. Thank you.
haben. Drei Ohren haben die gebraucht dafür, für den einfachen Tanz. Drei Ohren, die wir das Glück hatten, ohne kennenzulernen. Die haben in Wien gewohnt, in der österreichischen Hauptstadt. Haben wir gesagt, du, da wäre das nicht was, da könnt ihr nie fahren. Wir haben alle diese... für den Menschen ein besonderes Ereignis. Das ist aber auch so für den Verein und natürlich für die Trachtengruppe. Aus diesem Grunde gratuliere ich zu diesem 30-jährigen Geburtstag. Ja.
einem Platzausschuss, so werden nach mir noch über 80 Vereinsvertreter hier anmarschieren, um unserer beliebten Drachenkapelle zu gratulieren. Da es kein runder Geburtstag ist, wie es die Satzung vorsieht, beim 50-Jährigen bekommt ihr wieder eine Plakette. So ist von den Vereinen beschlossen worden, dass es bei 30-Jährigen bestehen, eine Urkunde von den Fürther Vereinen überreicht wird, diesen Umschlag überreicht. Also der Reinsmacht, den der Engelbert gesagt hat, die Herren sollen sich vorbereiten. Ich bin der Beweis, dass sich Damen nicht vorbereiten müssen. Die machen es halt so, wie immer. Halb so alt wie ihr. Es wünscht euch Glück weiterhin, die Trachtenclub aus Niederliebersbach.